Unter anderem fanden und finden in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen Demonstrationen unter dem Motto Reformation 2.0 statt. Was es damit auf sich hat, wer die Menschen hinter dem Projekt sind und was erreicht werden soll, das erfahrt ihr in diesem Video. Damit viel Spaß und los geht's! Herzlich willkommen bei Spreegeflüster, eurem Kanal ehrlich, frei und aus der Gegend. Reformation 2.0. Ihr seht die drei Herren hier im Hintergrund. Die Schlosskirche ist es, oder? Die Schlosskirche. Wo Luther damals seine Thesen angeschlagen hat. Historische Umgebungsstätte, heißes Wetter, deswegen haben wir uns hier in Schatten gesetzt. Und dann würde ich einfach sagen, wir fangen mal an, warum wir hier sind. Geht um diese eure Reformation 2.0 und das ist die erste Frage. Was ist die Reformation 2.0? Hat das was mit der Kirche zu tun? Hallo erstmal an alle Patrioten aus Deutschland. Wir begrüßen euch recht herzlich hier von der Schlosswiese. Mit von der Partie bin ich, Thorsten Arnisch. Neben mir sitzt der Dirk Hoffmann und der Stefan Mohlgetan. Wir wollen heute ein paar Worte über unsere Reformation 2.0 sagen. Warum Reformation 2.0? Ich glaube, das sagt schon der Name und die Bedeutung zur Lutherstadt Wittenberg. Denn 1517 hat Luther seine 95 Thesen hier an die Tür der Schlosskirche genagelt. Er hat gegen einen korrupten Kirchenstaat gekämpft. Und wir kämpfen im Prinzip gegen eine korrupte Regierung hier in Deutschland. Und wir wollen allerhand verbessern. Und da bietet sich natürlich an, eine Reformation 2.0 zu starten, die aber nichts mit der Kirche zu tun hat. Das möchte man nochmal ganz deutlich betonen. Es geht um rein weltliche politische Themen. Es geht um Verbesserung der Demokratie in Deutschland. Und wie hat das angefangen? Warum sitzt ihr drei jetzt hier und wie habt ihr euch hier zusammengefunden? Was ist da der Untergrund? Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Die hat im Jahr 2020 angefangen. Alles ist entstanden mit der desaströsen Corona-Politik im Jahre 2020, wo uns verboten wurde, dass wir uns draußen treffen dürfen und ähnliches. Daraus hat sich viel entwickelt. Und im Laufe der Zeit ist es ja mit unserer Regierung schlimmer und schlimmer geworden. Und deswegen hat sich dieser Protest hier dahin entwickelt, wo er jetzt ist. Und der Höhepunkt des Protestes war eben der 31.10.2022 mit dem zweiten Thesenanschlag hier in Wittenberg. Ja, da waren wir hier vor Ort gewesen. Ich verlinke euch das Video dazu noch. Ja, was hat sich seitdem dann so getan? Hat sich das entwickelt? Ich habe gesehen, ihr wart auf Brandenburg-Tour gewesen, habe ich auch mal besucht. Ihr habt eure Thesen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, dort vertreten. Gab es da schon irgendwie Rückmeldung oder macht ihr jetzt weiter? Seid ihr schon an irgendwelchen Zielen angelangt? Ja, hallo, mein Name ist Stefan Wohlgetan. Ich bin ebenfalls sehr engagiert in Reformation 2.0. Ja, begonnen hatte das, wie Dirk schon sagte, ja schon vor allzu langer Zeit, auch unter Beteiligung vieler Wittenberger. Und ich glaube, auch die sind Ursache dieser Bewegung und können sich sehr, sehr gut als auch Schöpfer der Reformation 2.0 einordnen. Ja, wir waren unter anderem in Brandenburg, wir waren in Thüringen, wir waren in Sachsen und wir werden das natürlich weiter ausbauen. Überall bekommen wir unglaublich positives Feedback auf unsere 10 Thesen, die wir gleich noch vorstellen werden. Die Leute fühlen diese Thesen mit und wollen diese Thesen mit begleiten. Und wenn wir diese Thesen anpacken, können wir gemeinsam alle ganz, ganz viel schaffen in Deutschland und endlich wieder zu einer echten Demokratie zurückkommen. Wir starten jetzt im Herbst wieder mit auch Aktionen und Veranstaltungen hier in Wittenberg, um natürlich auch unsere lokalen Mitstreiter wieder zu erreichen. Ja, das ist der Plan bis jetzt. Ja, ihr habt gerade schon angesprochen, es geht bei euch nicht um die Kirche, die ist mehr oder weniger nur namensgebend. Ihr seid in der Politik aktiv, seid ihr in einer Partei oder wie seid ihr hier organisiert? Nein, also eine Partei sind wir nicht. Und unsere Thesen richten sich auch gegen das Parteiensystem. Wir wollen ja eine Neuordnung des gesamten Parteisystems. Das kann so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen. Im Prinzip ist die Reformation 2.0, das sind die ganzen Menschen auf der Straße. Aber es ist irgendwie auch notwendig, dass eine gewisse Organisation da ist, dass sich ein paar Leute darum kümmern. Und so hat sich im Laufe der Zeit ein
Orga-Team entwickelt. Das Orga-Team hat sich immer mal wieder verändert und das hat sich im Laufe der Zeit mit der Vorbereitung für den 31.10.2022 gefestigt zu einem sehr gut funktionierenden Team. Und wir haben es jetzt weiterentwickelt, dass wir eine Vereinsgründung gemacht haben vor kurzem. Wir sind also als Verein organisiert und wir wollen auf dieser Basis unsere Idee weiter vorantreiben. Gut, ja, dann kommen wir eigentlich schon zu diesen berühmten Thesen. 10 Stück, 92 waren es bei Luther, oder? 95. Wie sind eure Thesen? Unsere Thesen sind kürzer. Wir haben keine 95 Thesen, wir haben 10 Thesen. Sehr prägnante Thesen. Wir wissen, was aus dem Thesenanschlag Luthers geworden ist. Da ging eine Weltbewegung davon aus, hat die Kirche gespalten. Also Thesen sind sehr, sehr effektiv, wenn sie eingehalten werden und wenn sie viele Leute oder viele Organisationen unter diesen Thesen versammeln. Dann kann man da ganz schön was bewegen. Die Thesen sind entstanden eigentlich aus, ja, wie soll ich sagen, die desaströse Corona-Politik hat eigentlich aufgezeigt, was alles im Staat schief geht, dass Grundgesetze ausgehebelt werden, dass Parlamente negiert werden, dass diese Parteienoligarchie machen kann, was sie will, ohne dem Volk im Prinzip oder ohne das Volk überhaupt einzuschalten, die Meinung des Volkes einzuschalten. Und daher sind die Thesen so Stück für Stück entstanden. Im April 22 haben wir die Thesen als Forderung zum ersten Mal formuliert und wir haben gemerkt, wie das bei den Demonstranten, bei den Montagsspaziergängern angekommen ist, die mit allen 10 Thesen wirklich mitgegangen sind und die sie sich für sich inhaliert haben. Dann haben wir uns besonnen. War während der Corona-Demonstration ein Doktor, jetzt muss ich mal fragen, wie das hier heißt. Dr. Jens Benge hier in Wittenberg. Und der stand auf dem Marktplatz und hat gesagt, wir brauchen jetzt in Deutschland eine Reformation 2.0. Es gab dann einen kleinen Spaziergang. Er hat dann sein Maskenattest, was er allen zur Verfügung gestellt hat, an die Tür der Schlosskirche genagelt oder angepinnt. Und ja, so als übertragenen Sinn für diese Thesen. Und seitdem spuken eigentlich diese Reformation 2.0 mit Thesenanschlag in unseren Köpfen herum. Und wir haben dann aus den Forderungen, die sich dann im Laufe der Monate ergeben haben, diese Thesen entwickelt. Und die haben wir dann am 31.10. letztes Jahres zum Reformationstag mit einem spektakulären Ereignis, kann man fast sagen, an eine imaginäre Tür der Schlosskirche genagelt und damit haben wir die Reformation 2.0 offiziell ins Leben gerufen. Ich würde das gerne noch ein bisschen ergänzen. Es ist schon im Dezember 2021 angekündigt worden, also die Spaziergänge waren jedes Mal beworben worden, die wir montags gemacht haben und ab Dezember 2021 lief es anfangs unter dem Motto Reformation 2 oder dann später Reformation 2.0 und diese Idee wurde übernommen aus dieser Aussage von Dr. Jens Bengen, die er hier schon gemacht hat, wie Thorsten gerade sagte, im Sommer 2020. Das war der Ursprung und Thorsten, ich mache das mal noch ein bisschen genauer mit den Thesen. Ja, es ist ja, das muss man fairerweise sagen, die Grundidee der Thesen ist eine Idee von Thorsten, weil Thorsten hat hier Woche für Woche mitreißende Reden gehalten. Die Menschen waren begeistert und irgendwann überraschte er uns mit ein paar Forderungen, die damals noch nicht Thesen genannt wurden. Und diese Thesen, das ist richtig, die sind aufgesogen worden vom Publikum und für gut befunden worden. Und daraus hat sich dann mehr entwickelt. Der Spaziergang flaute dann eine Weile ab im Sommer. Und dann war die Idee geboren, das neu zu bewerben. Da hatte einer unserer Kollegen dann auch Videos gemacht dazu. Und dort ist aufgerufen worden in 3 Stufen, dass da wieder Bewegung reinkommt in diese Geschichte.
Dort wurden diese Forderungen von Thorsten auch vorgetragen. Das waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Thesen. Und aus dieser ganzen Geschichte, wo dann wieder Tausende hier in Wittenberg auf der Straße waren, ist dann die Idee erwachsen, gemeinschaftlich mit vielen Protagonisten den Thesenanschlag 2.0 zu machen am 31.10. Und dort haben wir dann diese Forderungen von Thorsten nochmal genauer überarbeitet und nochmal, ich sag mal, ein bisschen ins Reine geschrieben und so formuliert, wie sie jetzt eben im Internet und überall zu sehen sind und dann eben mit diesem spektakulären Thesenanschlag die Öffentlichkeit getragen haben. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir die mal der Reihe nach durch. Wer möchte anfangen von euch? Thorsten sicherlich. Ja, ich fange mal mit der ersten, mit der eigentlich wichtigsten These an. Wir wissen, dass unsere Thesen nicht allumfassend sind und alle Bereiche des Lebens berücksichtigen können, aber wir wissen, dass ohne diese Thesen alles andere auch nichts wird. Und die wichtigste aller Thesen ist die These 1 und das ist der sofortige, die Forderung nach dem sofortigen Rücktritt der jetzigen Regierung und Bildung einer Übergangsregierung aus Persönlichkeiten mit hoher Fachkompetenz. Ich glaube, wenn diese These nicht erfüllt wird, dann ist alles andere auch nichts. Unsere Thesen betrachten wir eigentlich immer als das Fundament, die Wände und das Dach einer neuen Demokratie in Deutschland. Wie dieses Haus denn, das da gebildet wird, eingerichtet werden soll, darüber kann und muss natürlich gestritten werden. Aber das Wichtigste ist wirklich erstmal, dass These Nummer 1 erfüllt wird, ohne den Rücktritt der jetzigen Regierung und ohne Bildung einer neuen Regierung können wir all diese Forderungen nicht durchsetzen. Also ohne den Rücktritt geht es nicht. Und wie die These das auch schon aussagt, es ist nicht damit getan, nur eine Neuwahl zu machen, weil es würde nichts anderes bei rauskommen, sondern deswegen die Forderung auch nach einer Übergangsregierung, die dann im Wesentlichen These 2 und These 3 umsetzt. Das heißt, wir wollen einen Friedensvertrag, wir wollen Souveränität und eine Verfassung für Deutschland. Dieses Thema muss abschließend geklärt werden. Es gibt in der Bevölkerung ganz viel Diskussion darüber. Ist das überhaupt alles richtig, was hier läuft? Das muss allumfassend geklärt werden. Die Macht der Parteien muss gekürzt werden. Parteien sollen in der Meinungsbildung mitwirken, aber sie sonst nicht dominieren. Und es kann nicht sein, dass die Menschen alle 4 Jahre wählen gehen und dort ihre Stimme abgeben und danach nichts mehr zu sagen haben und dass dann Politik gegen das Volk gemacht wird. Das muss aufhören. Und diese Thesen müssen dann von dieser Übergangsregierung umgesetzt werden. Das ist das Ziel, dass wir einfach eine grundlegende neue Demokratie bekommen, wo das Volk aber viel mehr mitbestimmen kann. These 2 nochmal im Wortlaut: Friedensvertrag, Souveränität und eine Verfassung für Deutschland. Kommen wir zur These Nummer 3. Abschaffung der Parteienstruktur und Neubildung des Parlaments mit gewählten Volksvertretern. Wir kämpfen für die Abschaffung der Parteienstruktur, aber wir wissen, dass wir innerhalb kurzer Zeit nicht so viele Leute auf die Straße bekommen, um eine grundlegende Reformation oder Revolution von unten erzeugen können. Deshalb liegt unser Augenmerk jetzt auf die kommende Wahl in 2 Jahren. Obwohl wir gegen die Parteienstruktur sind, so müssen wir jetzt alles tun, um die Ampel abzulösen. Und da es in einer Regierung eigentlich nur eine Oppositionspartei gibt, müssen wir uns für diese Partei auch stark machen. Wir werden aber weiterhin für die Abschaffung der Parteienstruktur kämpfen und wir werden die AfD dann vor uns hertreiben und unsere Forderungen weiter auf den Tisch legen. Wir haben eigentlich nur eine wirkliche Opposition im Parlament, das ist die AfD, in Teilen auch die Linke. Und die sollten sich möglichst inhaltlich natürlich zusammentun. Und wie Thorsten richtig sagte, wir wollen eine Neuordnung des Parteiensystems, am besten gar keine Parteien mehr, das wäre fast noch besser. Ob das zu realisieren ist, eine andere Frage. Und es gibt, weil es nur diese eine große Oppositionspartei gibt, die auch relevant ist und die auch Wahlergebnisse erzielen kann, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die AfD zu unterstützen, auf Bundes- und auf Landesebene. Nur nächstes Jahr haben wir Kommunalwahlen. Und dort sollten wir aus meiner Sicht dafür sorgen, dass die Parteien aus den kommunalen Vertretungen rausgewählt werden und dass dort Menschen reingewählt werden, losgelöst von Parteiinteressen, dass wirklich die Bürgerinteressen vertreten werden. Es gibt viele Bürgerinitiativen
und sonstige Einrichtungen. Vielleicht findet sich da auch noch was Neues, aber aus meiner Sicht ist es allerhöchste Zeit, damit anzufangen, in den kommunalen Vertretungen die Parteien rauszuwählen. Wir sind ja momentan sehr stark am Netzwerken in Sachsen-Anhalt auch und führen da gerade auch Gespräche mit anderen Orga-Teams in anderen großen Städten und anderen Gegenden. Und ich glaube, es ist eine gute Idee zu sagen, wir vereinen uns dort vielleicht ja sogar unter dem Dach der Reformation 2.0 und machen dort gemeinsam oder kämpfen dort gemeinsam dafür, dass im nächsten Jahr, in 2024, wirkliche Volksvertreter in die kommunalen Parlamente kommen. These Nummer 4, Verbot des Mitwirkens von Politikern an nichtstaatlichen Organisationen, das sind die sogenannten NGOs. Da hat sich ja auch gezeigt in den letzten Jahren, dass die NGOs, diese nichtstaatlichen Organisationen, immer mehr Macht bekommen, immer mehr Macht ausüben in Deutschland, in der EU und ganz auf der Welt. Und diese Macht muss gebrochen werden und Politiker dürfen an diesen NGOs nicht beteiligt werden. Ich denke mal, wir halten diese These kurz, da weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. Ja, kann ich machen. These Nummer 5, das ist die Schaffung einer direkten Demokratie durch Volksentscheide. Unsere Idee ist, dass grundlegende Entscheidungen, die alle Menschen betreffen, nicht vom Parlament beschlossen werden, sondern durch Volksentscheide gemacht werden. Wenn es zum Beispiel darum geht, was jetzt gerade aktuell viel diskutiert wird, ist dieser Vertrag von der WHO, die ja durch nichts demokratisch legitimiert ist, und ob wir uns an diesem sogenannten Pandemievertrag beteiligen wollen, das hat nicht ein Parlament für die Menschen zu entscheiden, das müssen die Menschen selber entscheiden. Ich sehe hier auch das Problem, dass die Meinung der Menschen über bestimmte Themen im Parlament nicht korrekt abgebildet wird, weil die Menschen durch die Medien massiv beeinflusst werden, weil die öffentlich-rechtlichen Medien sind ja keine freien Medien, das ist ja mehr oder weniger Staatspropaganda und viele trauen sich nicht, Oppositionsparteien zu wählen, weil sie diffamiert werden vorneweg. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass über bestimmte Themen abgestimmt wird, wenn es jetzt um die Frage geht, wollen wir Bargeld erhalten oder soll es abgeschafft werden, im Parlament wird es sicherlich eine Mehrheit in den Altparteien geben, das abzuschaffen. Fragt man die Menschen, wird es diese Mehrheit nicht geben. Genauso wollen wir in der EU bleiben oder wollen wir da raus? Ich glaube, die Meinung des Volkes ist eine andere als die der Mehrheit des Parlaments. Und deswegen müssen solche grundlegenden Entscheidungen von den Menschen per Volksentscheid entschieden werden. Und da hat das Parlament kein Mitspracherecht. Ergänzen sollte man die Volksentscheide zum Beispiel auch für Kriegsbeteiligung und Waffenlieferung in Kriegsgebiete. Also sag ich mal, alles wichtige übergeordnete Sachen. Ja. Nicht wie wird die Straße benannt, sondern schon alles, was grundlegende Bedeutung hat, was auf die Lebensweise, auf die Lebensweise der Menschen hier Einfluss hat, muss vom Volk bestimmt werden und nicht vom Parlament. Damit kommen wir auch schon zur 6. These: Frieden und Freundschaft mit allen Staaten der Erde sowie der Grundsatz Frieden schaffen ohne Waffen. Ich glaube, das erklärt sich viel von selbst. Es ist völlig utopisch zu glauben, dass man mit Waffenlieferungen einen Krieg beendet. Viele tausend Menschen sterben, nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt. Es ist ja erwiesen, dass wenn man sich die Hand reicht und versucht, gemeinschaftlich Lösungen zu finden, es für alle vorteilhafter ist und wir gemeinsam viel glücklicher leben können. Die These Nummer 7, Abschaffung des WEF, Durchsetzung eigener Interessen bei NATO, EU, WHO, UNO oder Austritt. Für mich persönlich kommt eigentlich nur der Austritt in Frage. Wenn wir uns mal die Abschaffung des WEF mal näher anbetrachten, das WEF ist das Weltwirtschaftsforum unter Herrn Schwab. Der Great Reset ist sicherlich allen mittlerweile geläufig, was da abläuft und wie dort Politik manipuliert wird, das wissen mittlerweile alle. Deswegen gibt es nur die Abschaffung und auch Bestrafung der Verantwortlichen, wäre da wahrscheinlich das Richtige. Wo das WEF herkommt, wissen wir auch alles, war irgendwann mal eine Gründung des CIA vor vielen, vielen Jahren. Also WEF muss weg, die dürfen keine Rolle mehr in Europa spielen.
Bei der NATO, bei der EU, WHO und UNO sieht es ein kleines bisschen anders aus, aber auch dort muss ein Austritt forciert werden, denn die NATO war früher mal ein Bündnis für Frieden und ein Wehrbündnis. Jetzt ist es nur noch ein Bündnis zur Unterstützung der Interessen der USA. Man sieht das auch, was mit dem Ukraine-Krieg jetzt gerade vor sich geht. Die EU ist sicherlich auch mal aus einem sehr guten Grund gegründet worden, war auch mal eine tolle Sache. Jetzt ist diese EU von der Parteienoligarchie komplett übernommen worden und wer dahinter steckt, das wissen wir auch. Da hat das WEF natürlich einen großen Anteil wieder dran, aber auch der digital-finanzielle Komplex steckt da mit drin, die ihre Interessen da sehr stark durchsetzen. Über die WHO haben wir schon gesprochen, war sicherlich auch mal eine gute Idee, aber auch diese ist korrupt geworden und hat andere Interessen, ebenso die UNO. Deswegen Austritt aus all diesen Organisationen, Verbot des WEF, das funktioniert aber nur mit These Nummer 1, sofortiger Rücktritt der jetzigen Regierung und dann könnte es was werden. These Nummer 8, Besetzung höchstrichterlicher Stellen und des Amtes des Bundespräsidenten durch Bürgerwahlen. Es kann einfach nicht sein, dass die Trennung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative so verwischt wie momentan. Genauso wenig kann es sein, dass der oberste Richter des Landes einen Abend vor einer großen Entscheidung bei der damaligen Kanzlerin zum Abendessen eingeladen ist und dort auch noch hingeht. Solche Dinge dürfen nicht sein. Es braucht eine klare Trennung dieser einzelnen drei Kräfte in unserem Land. Und genauso wichtig ist es, dass diese hohen Stellen durch eine Direktwahl der Bürger bestimmt wird. Das gilt nicht nur für den Bundespräsidenten, sondern natürlich auch für die höchstrichterlichen Stellen. Genauso wenig kann es sein, dass Richter von Ministerien eingesetzt werden, sondern auch da muss Kompetenz und zwar unter Einschätzung des Volkes entscheidend sein, wer dort welches Richteramt bekommt. Das würde ich gerne noch ergänzen. Ja, dann genau. Bei These 8 wird so wunderbar deutlich, wie hier die Parteien Einfluss haben. Man kann es ja auch beim Namen nennen, Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, das ist der Herr Habert, der dort der Vorsitzende ist, also höchster Richter. Der saß vorher in der Bundestagsfraktion der CDU. Das passt einfach nicht zusammen. Dann haben wir überall die Rundfunkräte, die ja mit darüber entscheiden, was im Fernsehen passiert und was dort nicht passiert. Und dort sitzen nur Parteienvertreter. All das darf nicht sein. Da brauchen wir eine klare Trennung. Parteien dürfen dort keinen Einfluss mehr haben. Ich habe noch zur These 8 noch etwas. Das Amt des Bundespräsidenten durch Bürgerwahlen entscheidet, ist natürlich auch sehr wichtig. Es darf nie wieder vorkommen, dass der Bundespräsident Deutschlandhasser ist. Also wir haben ja Aussagen des vorhergehenden Bundespräsidenten, der gesagt hat, er schämt sich, ein Deutscher zu sein. Und wir haben Aussagen des jetzigen Bundespräsidenten, der im Ausland in Englisch spricht, weil Deutsch die Sprache der Mörder ist. Und solche Sachen, sowas darf nie wieder passieren. In anderen Ländern, selbstverständlich. These Nummer 9, sofortige Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen, Ende der Impfnötigung und Haftung der Verantwortlichen. Diese These hatten wir jetzt in der Zeit formuliert, wo viele Corona-Maßnahmen noch aktiv waren. Aktuell spürt man davon nicht wirklich etwas, aber die Gesetze gibt es immer noch. Das heißt, sollte jemand auf die Idee kommen, wieder eine Pandemie auszurufen, ich glaube, so schnell können wir gar nicht gucken, dass wir wieder in Lockdowns sind und Ähnlichem. Die Gesetze sind nach wie vor da. Das muss beendet werden. Und es ist allerhöchste Zeit, dass die Verantwortlichen in Haftung genommen werden. Allen voran Konsorten wie Professor Lauterbach. Es muss hier aufgearbeitet werden und die Verantwortlichen gehören hinter Schloss und Riegel. Wie hat es Peter Hane mal gesagt, wir dürfen nicht eher aufhören, bis wir Handschellen klicken hören. In Berlin. In Berlin, natürlich, bei den Verantwortlichen. These Nummer 10 kommen wir zu dieser. Stärkung freier und unabhängiger Medien, Journalisten und Meinungsvielfalt. Wir erleben in der jetzigen Zeit immer mehr, dass gesteuertes Framing, also gesteuerte Meinungen, die Meinung der vielen Menschen ersetzen sollen, die anderer Ansicht sind als das, was die momentane Regierung so denkt.
Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen, wie wir das vorhin schon sagten, davon wegkommen, dass viele politische Akteure und Parteimitglieder in den Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Sender sitzen. Es darf nicht sein, dass Redakteure vorher nach Erlaubnis fragen müssen, ob sie das so senden dürfen, wie sie es gerne wollen. Wir brauchen wieder freie Medien, die sich trauen, auch oppositionell zu arbeiten. Ja, liebe Freunde, das waren unsere 10 Thesen. Ihr habt sicherlich erkannt, worum es geht. Und dass diese Thesen eigentlich für die Demokratie ganz wichtig sind, dass wir wieder eine vernünftige Demokratie hier in Deutschland kriegen. Für mich ist die sogenannte repräsentative Demokratie auf allen Ebenen komplett gescheitert. Man muss sich nur mal die Entscheidungen der letzten 100 Jahre ansehen, die durch repräsentative Demokratien entstanden sind. Das ist unter aller Liefen. Ganz wichtig sind jetzt die Wahlen in 2 Jahren. Da haben wir schon kurz drüber gesprochen bei der ganzen Sache. Schuld an diesem ganzen Dilemma ist aber auch das deutsche Volk. Man muss das immer wieder sagen. Das deutsche Volk hat immer wieder die Wahlversprechen der Systemparteien vertraut, dem Wahlversprechen vertraut. Es ist jedes Mal hintergangen und belogen worden. Und jedes Mal haben 80% der Wähler wieder die Systemparteien gewählt. Was dabei herausgekommen ist, sehen wir jetzt. Wir sollten es auf jeden Fall bei der nächsten Wahl besser machen. Und dann kommen unsere 10 Thesen zum Tragen. Und wir werden dafür sorgen, dass die Demokratie in Deutschland wieder stark und gerecht wird. So, ihr seid jetzt hier zu dritt. Ihr seid aber mehr im Orga-Team, habe ich gehört. Nicht nur ihr drei. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, diese großen Ideen und Thesen, die ihr hier habt, wie kriegt ihr die in die breite Masse, in die Bevölkerung? Und es gab ja nur schon einige andere Bürgerbewegungen, gerade in der Corona-Zeit, wenn ich da an Querdenken und so denke. Habt ihr da einen anderen Weg? Was ist euer Weg, das in die breite Masse, in die Bevölkerung zu bringen? Also erstmal möchte ich sagen, wollen wir uns gar nicht mit anderen vergleichen. Das soll nicht herablassend klingen, sondern wir sind eine eigene Idee mit unseren Thesen und wir wollen jetzt nicht besser oder schlechter sein als andere, sondern wir stehen für unsere Thesen, eben für die Reformation 2.0. Und unsere Idee ist es, diese Thesen weiter in die Lande zu tragen, was wir ja auch schon gemacht haben. Wir waren in verschiedenen Orten und haben dort unsere Thesen vorgestellt und überall sind sie eigentlich sehr wohlwollend aufgenommen worden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Leute waren teilweise richtig begeistert. Ich denke noch an eine letzten Veranstaltung, wo Thorsten in Schmalkalden die These vorgestellt hat, war schon eine tolle Geschichte. Und es gibt ja viele Ideen, hier in Deutschland etwas zu verändern. Wir sind uns alle darüber einig, dass viel geändert werden muss. Es gibt die Menschen, die auch sagen, wir gehen nicht mehr zu Wahlen, weil das alles nichts bringt. Es gibt viele andere Ideen. Aus meiner Sicht müssen sich diese ganzen Organisationen irgendwo trotzdem zusammentun, weil wir wissen alle eins, das, was jetzt gerade läuft, geht so nicht weiter. Und da wäre es eben schön, wenn sich viele dahinter vereinen. Und es ist immer aus meiner Sicht so, das eine tun, das andere nicht lassen. Und ich zum Beispiel rufe dazu auf, nächstes Jahr an den Wahlen teilzunehmen, in den Kommunen etwas zu verändern. Ich habe es vorhin in einer anderen Aussage auch schon mal gesagt, dass hier die Parteien wirklich beiseite geschoben werden, von den Menschen, dass wir in den kommunalen Vertretungen einfach nur normale Bürger haben, losgelöst von jeglichen Parteiinteressen. Wir sitzen heute zu dritt hier auf der Schlosswiese in Wittenberg. Unser Orga-Team Reformation 2.0 besteht momentan aus 9 Mitgliedern, die hervorragende Arbeit leisten. Aber die wirkliche Arbeit kommt von der Straße, kommt von all den Leuten, die hier in Wittenberg spazieren gehen, die überall spazieren gehen, die Demonstrationen organisieren, an Demonstrationen teilnehmen. Überall in den Orten, in den Gemeinden, in den Städten, in den Großstädten. Wichtig ist dabei, es soll dezentralisiert sein. Also jeder soll das für sich machen, ohne dass jemand oben drüber sitzt und bestimmt, was zu tun ist. Es ist das Graswurzelprinzip und wir stellen unsere Intention ist, unsere 10 Thesen als Forderung zur Verfügung zu stellen für alle anderen Organisationen, die sich an diesen Thesen ausrichten können. Damit haben wir was in der Hand, wenn alle die gleichen
Forderungen stellen, die gleichen Thesen aufstellen, mit denen wir politisch was erreichen können. Von unten nach oben. Die Frage stand ja auch, was uns explizit unterscheidet. Uns unterscheidet zum einen, wie wir das gerade eben schon gesagt haben, dass wir nicht den Anspruch haben, als Herrscher über all die vielen kleinen Bewegungen, Einzelbewegungen dazustehen, sondern wir wollen, dass wir gemeinsam auf Augenhöhe uns hinter diese 10 Thesen stellen und gemeinsam kämpfen. Des Weiteren unterscheidet uns ganz groß von einigen anderen Bewegungen, die es vor unserer Zeit schon gab, dass wir die Idee nicht monetarisieren, sondern dass es uns wirklich um die Sache geht. So, dann sind wir auch langsam beim Ende. Jetzt natürlich die dringendste Frage, wie können die Leute mitmachen, wie erreichen die euch und was steht bei euch als nächstes an, was für Aktionen werden jetzt noch folgen? Mitmachen. Mitmachen heißt einfach aktiv werden, auf die Straße gehen, laut sein, Meinungen vertreten, standhaft bleiben, auch im Freundeskreis, in der Familie, sich trauen, die Meinung zu sagen und nicht sich unterdrücken zu lassen. Was wird als nächstes passieren? Wir werden jetzt am 2.9. werden wir eine Auftaktveranstaltung wieder machen hier in Wittenberg. Wir werden spazieren gehen, wir werden genau das tun. Wir werden unseren Mund aufmachen, wir werden laut sein, wir werden unsere Meinung vertreten und das gegenüber allen Wittenbergern. Und wir hoffen ganz, ganz fest, dass wir auch Wittenberger mitnehmen können, die bisher sich noch nicht ganz so an unserer Bewegung beteiligt haben. Zudem wird zum 31.10. es natürlich auch wieder eine große Veranstaltung zum Reformationstag geben. Dazu finden wir dann demnächst nähere Informationen entweder auf unserer Webseite repo2-0.org. Man findet es natürlich auch auf unserem Facebook-Kanal oder bei Telegram. Also die Auftaktveranstaltung zu unserer nächsten größeren Veranstaltung ist der 2.9. hier in Wittenberg auf dem Marktplatz. Und dann ist natürlich der 31.10. als Großveranstaltung hier in Wittenberg geplant. Und darüber hinaus, wer möchte, dass wir in die anderen Orte kommen, dort unsere Thesen vorstellen, kann sich gerne an uns wenden. Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage repo2-0.org. Einfach anschreiben, wir kommen gerne. Und ihr fahrt auch ein bisschen weiter. Ihr wart ja schon in Cottbus, in Fürstenwalde. Ihr wart schon in Berlin, also ihr fahrt auch ein bisschen weiter. Wir fahren auch ein bisschen weiter. Wir sind auch bereit, größere Strecken auf uns zu nehmen, ja. Gut, dann sind wir auch am Ende angelangt. Bedanke ich mich, dass ihr euch eingefunden habt bei dem heißen Wetter. Aber ich denke mal, die Kulisse hier, ihr habt es zwischendurch gesehen und am Anfang entschädigt das. Dann danke euch nochmal. Unten in der Videobeschreibung steht soweit alles drin, alle Adressen, wo man euch findet, wie man euch kontaktieren kann, und dann Dankeschön. Bis dahin.